zu einem neuen Vlog. Ich habe heute richtig gute Laune, was vermutlich an dem guten Wetter liegt und dass mein Papa heute da war. Und mein Papa und ich haben heute zusammen etwas richtig, richtig, richtig Cooles abgeholt. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Schwupp. Wir sind im Wohnzimmer und ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Kallax. Da standen bis vor kurzem die Schnecken drauf. Das sieht man hier oben auch noch ganz gut. Und da stand immer hier. Entschuldigung, das waren die Äste. Immer hat sie gerade ein bisschen verjagt. Ich habe mir dieses geile Komödchen geholt mit meinem Papa zusammen von Kleinanzeigen. Oben ist eine Glasplatte hier drauf und da stehen jetzt die Schnecken, die unbedingt noch sauber gemacht werden müssen. Ich muss auch noch Pflanzen besorgen. Wir waren heute auch kurz beim Schnäppchenmarkt, der macht erst mal eins auf und mal gucken, vielleicht gehe ich morgen noch hin. That's it, er ist noch nicht eingeräumt. Schlüssel sind noch alle dabei, so sieht es dann innen drin aus. So, ein bisschen Pflege braucht er. Ein bisschen Pflege braucht er. Aber wie cool ist der einfach? Der wurde einfach verschenkt. Und ich bin so in love. Es passt hier so gut rein. Und mir gefällt es richtig gut. Das Chaos drumherum. Ich berühre es einfach ganz kurz. Dankeschön. Emma findet es auch ganz gut. Ja, und ich bin mega, mega happy. Wie gesagt, vielleicht gehe ich heute noch zum Schnäppchenmarkt. Ich muss mal gucken, wie lange ich heute arbeite. Ich habe ihn ein bisschen länger Mittag gemacht, weil Papa da war. Und ich werde dann eventuell noch Pflänzchen besorgen für die Schneewittchen und für unten vom Haus. Brauche ich auch noch was? Ja, mal gucken. Bei mir ist es heute. Ich glaube, wie lange die aufhaben. Ich glaube, bis 5. Und bis 5 wollte ich eigentlich heute arbeiten wegen der langen Pause, aber. Ja, Wayne. Wayne, 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 Wayne. Schauen wir mal. Genau, Papa ist jetzt gerade gefahren. Ich mache jetzt gleich wieder ans Arbeiten. Und bin ganz happy. Ach, das Licht hier ist ja grausig. Ganz grausig. Genau, und ja, war richtig schön. Langsam wird hier alles ordentlicher. Ich habe jetzt auch angefangen, hier das Regal auszuräumen. Was mit dem Kallax passiert, weiß ich noch nicht so genau. Beziehungsweise doch weiß er eigentlich schon. Es wird auseinandergebaut. Und kommt erstmal mein Papa in den Keller, wo auch alle anderen Kallaxe stehen, die hier im Büro erst waren. Und wenn ich irgendwann mal umziehe, wird das dann ja, wahrscheinlich gästezimmermäßig was. Ich kann es ja theoretisch auch hochstellen. Oder ich lege es halt wieder so hin. Ich finde das aber mit den Türen ganz praktisch. Ich glaube, das ist für Gäste ganz cool. Dann haben sie da auch was, wo sie ihre Klamotten reinpacken können in der Zeit. Ja, war richtig, richtig cool. Und der von Kleinanzeigen war so nett. Und der so, ja, weiß halt einfach nicht mehr, wo er es hinstellen soll. Stand auch die ganze Zeit drin und gar nicht in der Garage. Und er freut sich einfach, wenn jemand glücklich ist. Und ich bin sehr glücklich damit. Genau. Und jetzt arbeite ich. Und wir sehen uns morgen, denke ich. Hallo, es ist Freitag. Im Hintergrund beschwert sich die Emma und ich habe meine AirPods wieder seit gestern. Große Liebe. Ich mache später noch ein Video zu diesem Karton. Das werdet ihr dann am Samstag gesehen haben. So. Und wir gehen jetzt runter. Ich mache mit dem Hof heute ein bisschen ordentlich. Waschmaschine läuft schon und ich habe heute in meiner Mittagspause extra Pflänzchen besorgt. Für unten. Da gehen wir jetzt kurz hin. Kurz Handy und Schlüssel mit. Mädels dürfen derweil schon auf dem Balkon. Da habe ich auch noch zwei Pflänzchen geholt. Die zeige ich aber im New In, glaube ich. Und die anderen machen wir jetzt schon mal. Ja. Wetteraussichten für die nächsten Tage einfach Regen. Die kompletten nächsten 7 Tage soll es schiffen. Richtig gut. Und ich werde heute auch nicht die Wohnung machen. Ich wollte heute eben noch zum Sport. Aber. Ja, jetzt habe ich das vergessen. Das kommen wir gleich. Ich wollte ja noch die Kanten ein bisschen machen. Hier auf dem Grundstückchen. Das ist ja nur, was ich geholt habe. Ja, die Fußmatte blockiert die Haustür ein bisschen, aber ist auch nicht so schlimm. Moment. Tada! Die Hortensie kommt langsam wieder. Die Hortensie da hinten hat es nicht gepackt. Und die hier hatte ich oben auf dem Balkon, habe die nach unten gepackt, weil ich die nicht mehr so schön fand, als sie nur grün waren. Aber jetzt sieht man ja, diese wunderschönen kleinen Blüten, die sie hat. Dazu habe ich hier noch die Viola Cornuta gekauft zweimal. Hier habe ich die gleiche Pflanze wieder links. Und die Farbe der Blüten ist ein bisschen anders. Hier habe ich diesen, ich dachte es wäre Zierkohl, aber ich glaube es ist kein Zierkohl. Pelargonium gran. Frag mich nicht. Kriegt aber auch relativ schöne, so zartrosa Blüten. Und da hinten haben wir noch Begonien. Sollten das sein, wenn ich mir gerade nicht komplett täusche. Ja, Begonien. Und die kommen hier in die zwei Kästen rein. Sehen ganz schön aus. Und ich werde oben noch schnell mein Messer holen. Mache nämlich hier noch die Pflänzchen so ein bisschen raus, die hier gerade so wachsen. Da hinten auch den Löwenzahn. Den kriegen die Schnäkel dann gleich zu fressen. Sieht ja nicht so schön aus. Ja, und das wird heute so mein Tagewerk.
Ein bisschen. Ich zeig's euch gleich auf jeden Fall noch, wenn es fertig ist. Ich muss das Messer holen, das habe ich gerade vergessen. Ich habe so ein, heißt das, ich habe bei Lidl mal geholt. So ein Eckmesser und Gedöns. Das ist gar nicht schlecht. Und ja, das nehmen wir jetzt mit. Und dann gucken wir uns nochmal drum. Sonst war halt einfach nur ein anstrengender Tag. Wie immer. Gibt es gerade bei mir keine anstrengenden Tage? Ich glaube nicht. Und die Waschmaschine läuft schon. Und die Küche sieht aus wie Hulle. Und ja, ich habe viel zu tun auf jeden Fall die nächsten Tage. Morgen treffe ich mich nach der Hochzeit noch mit meiner Family. Meine Tante ist nämlich gerade hier, weil die in Urlaub fahren übers Wochenende. Meine Mama und meine Tante. Das meinte ich übrigens. Und fahre ich noch kurz hin. Löwenzahn habe ich heute auch nochmal gesammelt für die ganzen Schniegel. Immer zwei Großschnecken seit neuestem und die großen. So. Jetzt nutzen wir halt das gute Wetter einmal aus. Machen hier ein bisschen Ordnung, damit meine Familie nicht wieder motzt. Wir kennen das Thema ja schon. Und dann würde ich sagen, bis später. Tada! Und der Hof ist auch wieder sauber und wir haben Brötchen ausgesetzt. Und dann sind wir ein bisschen ausgedünnt. Ja. Und der Großteil ist weg. Und jetzt habe ich hier noch einen riesengroßen Löwenzahn, der jetzt die Schniegel füttern darf. Samstag, hallo, die Katzen machen schon wieder Party. Ich sehe aus wie Scheiße heute früh, aber egal. Ich mache gerade noch den Rechner hoch, weil jetzt heute ist das Video schneit. Für heute bin wieder mal richtig schnell dran. Ja, war schon früh im Bett, um 9 gestern. War dann demnach um 3 wach. Ich schlafe ja immer nur so 6-7 Stunden. So der Standard. Ja. Naja, egal. Heute ist die Hochzeit. Es hat auch richtig geiles Wetter. Es ist nämlich grau und kalt und nass. Macht richtig Laune. Nicht, nachdem Mama hier die Fenster, die Vorhänge auf. Ja, und ich treffe mich heute Abend noch mit meiner Family. Und sonst passiert ja heute nicht viel. Das ist nicht die Idee. Ich zeige euch später mal mein Outfit für die Hochzeit. Ich habe jetzt gerade einfach nur so ein Sweatshirt-Kleid übergeschmissen, wie ich das anhab. So ganz unspektakulär meine Haare wie zusammengebunden, weil ich bin gestern mit so halbnassen Haaren ins Bett und jede Frau versteht mich jetzt. Das ist immer keine gute Idee. Ich habe auch schon wieder Ansatz des Todes. Ich freue mich so nächste Woche Freitag zum Friseur. Ja, sehen wir uns später. Sonntag, hallo. Es kommt gerade tatsächlich nochmal die Sonne raus. Und ich war mittlerweile auf dem Weg zum Sport. Ich habe heute den ganzen Tag die Bude aufgeräumt. Das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist das schwarze Regal hier im Wohnzimmer auseinanderzubauen. Das mache ich, wenn ich wieder da bin. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich habe auch alles gesaugt und gewischt, deswegen bin ich auch gerade so rot im Gesicht. Die ganze Wohnung gerade gefeudet und noch schnell das Treppenhaus ausgemacht. Damit meine Familie nicht mehr kann. Ja. So. Und ich habe mich entschieden, oh Gott, ich bin echt knallrot. Ich habe mich entschieden, dass ich das nächste Video für Samstag erst drehe, wenn ich beim Friseur war, also erst am Freitag. Weil ich finde es gerade echt grausig. Ich mag mich so gerade nicht sehen. Für einen Vlog ist es gerade noch okay, aber ihr habt jetzt auch quasi jede Haarfarbenveränderung hier mitgemacht. Und das nächste, was ich machen werde, ist nämlich Ableger auf jeden Fall vereinzelt, wobei das nächste Video, was ihr seht, ist ACU in. Und danach werden wir mal Ableger vereinzeln und ich möchte euch auch noch die Robux zeigen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber die Ableger müssen wir demnächst mal vereinzeln. Katzen liegen noch draußen. Bärbel hatte gerade so einen Zungenmoment. Guck mal, falls es noch hat, drehe ich kurz die Kamera und zeige es euch. Ich glaube nicht. Nö, hat sie nicht. Zunge ist eingefahren. Eben hing die ganze Zeit draußen. Ich habe es so angesprochen. So, Bärbel? Wenn man so guckt, die Zunge hängt immer noch so halb raus. Ja, wir müssen jetzt auch gleich rein. Jetzt, wo natürlich die Sonne scheint, es tut mir natürlich auch leid, dass den ganzen Tag so gemischtes Wetter war. Aber wenn ich nicht da bin, kann ich den Balkon halt nicht auflassen, wenn die Mäuse da alleine sind. Nur ihren Fressplatz wieder fertig gemacht. So, Spülmaschine muss ich mir noch ausräumen und heute gibt es grünen Spargel. Der muss mir heute gekocht werden. Und da werde ich, glaube ich, eine creamy Spaghetti-Soße draus machen. Mal gucken, Rezept gibt es irgendwann demnächst dann auf dem Blog wahrscheinlich. Ich mache jetzt erstmal los, sind wir auch schon kurz nach 7. Eigentlich wollte ich schon vor einer Stunde los. Ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Heute ein bisschen Kraft und dann eine halbe Stunde vielleicht noch Ausdauer. Mal gucken, 3-4 Stunden Kraftzirkel. Dann kann ich vielleicht noch eine halbe Stunde ein bisschen schneller machen, wenn ich nicht noch bald
Rotort. Geht eigentlich voll, aber ich merke auch, wie mir das Blut in den Kopf steigt heute. Ja, ansonsten sieht es hier ganz gut aus. Ah, gießen muss ich später auch noch. Ja, Bärbel ist schon mal drin. Jetzt haben wir nur noch die Emma. Wir waren auf jeden Fall beide draußen, als ich gesaugt habe. Das ist im Sommer jetzt gerade tatsächlich sehr praktisch, dass ich immer gucke, dass sie beide auf dem Balkon sind, wenn ich anfange. Mit Saugen und Wischen, weil Saugen finden die beiden eh kacke. Wischen auch, also Pfoten sind auch nicht so geil. Außer man drauf springt natürlich in der Drecksbrühe. Dann sind Nassepfoten der Shit. Sonst sind Nassepfoten kacke. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ganz entspannt zurück. Und jetzt kriegen sie erstmal Leckerlis, damit ich weiß, ob beide drin sind. Und dass ich los kann. Dienstag, hallo. Ich weiß gar nicht, wo ich so ganz genau stehen geblieben bin. Ich glaube, es war am Sonntag, als ich zum Sport wollte. Das Fitnessstudio hatte da aber schon zu. Wir haben sonntags bis 8 auf. Das ist ja auch okay. Die Leute wollen ja auch Feierabend haben. Ja, Wohnung habe ich soweit geschafft. Das Regal steht aber immer noch hier. Das schafft leider den Abend noch weg. Mal gucken. Ich wollte halt aber noch zum Spinning. Es ist gerade mega gutes Wetter. Der Balkon ist immer noch ein bisschen chaotisch. Für den hole ich aber später, wenn es klappt, noch was ab, nämlich Holzkisten. Ein bisschen stressig. Halte dann meine Tasche, wenn das Video landet. Und gehe heute zum Spinning. Ja, ansonsten war einfach nur viel Arbeit. Jetzt wieder jemand mehr, also es wird wieder besser. Aber es hat immer noch viel zu tun. Man sieht auch nicht, es ist echt warm. Also, puh, ich weiß, wir haben heute wieder alles. Regen, Wärme, Kälte, alles. Deswegen machen wir jetzt ran, das Video für euch zu schneiden. Und ich würde sagen, wir sind Samstag zum New In. Ansonsten nächste Woche wieder mit frischen Haaren. Und Sonntag geht's auch aufs Frühlingsfest. Freue mich auch schon sehr drauf. Und Samstag fahre ich nach Ulm. Ja, alles steht wieder ein bisschen an die Woche. Morgen ist gerade Homeoffice. Das habe ich schon sehr vermisst. Also, bis nächste Woche.